Die Länge der Strecke beträgt 1380 Meter. Den Höhenunterschied, den wir dabei überwinden, sind 323 Meter. Und wir haben hier eine Steigung von 25%. Gebaut wurde die Stanzerbahn in der Zeit von 1919 bis 1923, und zwar damals aus wirtschaftlichen Gründen. Die oberen Bergdörfer hatten keinen eigenen Eisenbahnanschluss, den gab es also nur hier unten im Schwarzertal. Ja, aber auch sie wollten dort oben auf der Höhe am wirtschaftlichen Leben teilhaben. Und deshalb baute und entwickelte diese Bahn der Ingenieur Wolfgang Weseler. Das Prinzip der Stanzerbahn ist auch nochmal ganz einfach zu erklären. Es gibt nur ein Seil. Und dieses Seil ist auch nur einmal so lang wie die Strecke. An dem einen Ende des Seils hängt unser Fahrzeug. Wir sind die sogenannte Güterbühne, heute hochgepackt mit einem Personenwagen. Und früher diente die Güterbühne unter uns zum Transport von normalspurigen Güterwagen. Am anderen Ende des Seils hingegen hängt der stufenförmige Personenwagen. Das Seil wird in der Bergstation im Maschinenhaus umgelenkt und angetrieben durch die Antriebsmotoren. Und auf der Hälfte der Strecke wurde uns eine Ausweichstelle eingebaut. Und dort werden dann auch wieder beide Fahrzeuge aneinander vorbeifahren. Sieht man es auch schon, und vor allem wenn er an uns vorbeifährt, er steht also direkt auf der Schiene auf einer Spurbreite von 1,80 Meter. Die Steigung ist in dem anderen Wagen durch die Stufen ausgeglichen. Wir hingegen sitzen ja so gerade, ne, da wir Huckepack auf der Güterbühne stehen, und bis 1966 wurden hier die normalspurigen Güterwagen befördert. Güterverkehr wurde eingestellt, hat sich dann nicht mehr gelohnt, die Straßen wurden ausgebaut, LKWs kamen dazu. Ja, und seitdem ist diese Güterbühne hier mit dem zweiten Personenwagen besetzt, ne? Damit die auch ausgelastet wird und nicht nur als Gegengewicht mehr hin und her fährt. Meter ist die Strecke lang. Wir fahren mit einer Geschwindigkeit von 1,6 Meter pro Sekunde, also ca. 5,7 km/h, schön gemütlich und schnellere Schrittgeschwindigkeit, und überwinden dabei einen Höhenunterschied zwischen den beiden Stationen von 323 Metern. Alle 100 Meter stehen auch grüne Schilder an der Strecke, da kann man ablesen, wie weit es noch ins Tal ist und welche Höhe noch zu überwinden ist. Dann stehen auch Skulpturen an der Strecke. Hier oben sind wir schon am Bückelapothek auch vorbeigefahren. Nicht an der Glocke. So muss man ja nicht. Es ist. So, jetzt kommt uns auch schon der stufenförmige Personenwagen entgegen. Das ist das andere Ende von unserem Seil. Und wir ziehen die jetzt nach oben. So rum funktioniert es gut. Unsere Güterbühne mit dem Aufsatzwagen ist ca. 10 Tonnen schwerer. Und wenn das Ganze andersrum fährt, wird es unterstützt. In dem kleinen Maschinenhaus befinden sich zwei Elektromotoren mit einer Leistung von jeweils 110 kW. Also wir weichen jetzt aus. Das ist nur die Frage, muss ich mehr aus, oder nicht der aus? Ja, und so schön. Wir gehen doch dann auf die Karte. Wir fahren einfach aneinander vorbei. Das ist ja der Stech. Das sieht gut aus. Das ging seit 93 Jahren jetzt gut. Es klappt immer ein erstes Mal. Das habe ich auch meiner Tochter besorgt. Und was hat die geantwortet? Ist längst vorbei. Ja, nach 93 Jahren werden die paar Jahre auch noch geschafft. Ja.
Ich habe vorhin auch schon ein paar Jahre